musikalischen Leistungen. Ich hol's beziehungsweise nicht mehr ein. Es sei denn, du zockst eine Weile nicht. Es sei denn, bei dir kommt etwas dazwischen. Dann würde ich es schaffen. Oh, Cappingway. Ich find's so toll. Nur sieh mal noch einen Bogen. Das war ich jetzt übrigens 2 Stunden lang, ne? Wir sehen heute nichts anderes mehr, als wie ich meinen Bogen zücke und ihn wieder wegstecke. Wieder zücke und wieder wegstecke und wieder zücke und wieder wegstecke. Ne? Okay. Wo müssen wir hin? Oh, da müssen wir hin. Leichtherziger Loporit. Hi. Ob ich hier das Sagen habe? Nein, tut mir leid. Da hast du den Fall schon erwischt. Ich heiße übrigens Singing Way. Ich habe für die Konstruktion und Wartung der Atmosphärentauscher verantwortlich. Damit die Bewohner von Etheris die sauberste und frischeste Luft zum Atmen haben, wenn sie ankommen. Na dann. Jetzt dreht sich aber in eine andere Richtung als der da. Das ist so vom Singing Way so süß, ja. Ich finde das allgemein süß. Guiding Way. Gott, ich bin so im FF4-Hype schon wieder. Aber Final Fantasy 4 hatte das alles auch. Weaving Way. Ah, oh, wo ist mein Mapping Way? Ich brauche Mapping Way. Kurz Look wie Katze. Okay. Anführer? Nein. Bin Sleeping Way. Meine Aufgabe ist. Seine Aufgabe ist es wahrscheinlich zu schlafen. Ich muss jetzt einfach tatsächlich doch einmal rüber gucken. Hier einmal. Wenn ich weiß, ob ich alles ausgewählt habe, was ich hier für den Stream brauche, muss ich aber ganz kurz nachschauen. Ah doch. Ist alles. Ist alles soweit. Jo. So. Alles wird okay. Nimm mal hier wieder rein. Wo müssen wir jetzt ganz hin? Nach da hinten. Hallo, Tankred. Recording Way. Ah, so viele Ways hier. Viel zu viele Ways. Hä? Wie, was? Wie bist du hierher gekommen? Und warum zur Myra hat dir keiner Bescheid gesagt? Wie soll man?
Hey, was soll dieses Summen aus heiterem Himmel? Ah, ich verstehe, du hast schon mit Singen Bekanntschaft gemacht. Sehr gut. Ich bin Living Way. Es gibt ihn. Es gibt Living Way. Die Anführerin der Loporit. Wen haben wir denn hier? Sabros, du hast die Chefin der Truppe gefunden. Oh, ich vermute, das sind deine Freunde. Ist das etwa schon die ganze Rasselbande? Und warum bei allem schiefen Rüben haben sie uns Kinder geschickt? Ja, aha, vielleicht sollten wir einen Kindergarten bauen. Das heißt, haben wir nicht schon einen errichtet? Das lasse ich überprüfen. Egal, macht euch keine Sorgen. Alles wird gut werden. Bei Tante Living Way seid ihr so sicher wie in eurer Sasse. Was? Aber da stehe ich schon wieder und plappere vor mich hin. Ich sollte euch mit den anderen bekannt machen. Tut mir einen Gefallen und be begebt euch zurück zum Eingangsbereich. Dort findet ihr einen Pfad, der euch direkt zur zentralen Plattform im oberen Stockwerk führt. Eigentlich könnt ihr sie gar nicht verfehlen. Es ist die riesige runde Kugel im Zentrum dieser Halle. Ich werde die anderen zusammentrommeln und wir treffen uns dann dort. Also gut, zurück da oben. Bei den sieben Höhen, hier läuft man sich echt die Hacken blutig. Auch schon bemerkt. Naja, wozu haben wir Reparateur da? Wozu haben wir Reittiere? Oh, alles um zu dieser Kugel zu kommen. Da brauchst du erstmal eine Ewigkeit für. Mapping Way, hallo. Ah, es gibt ihn. Mein Leben hat wieder einen Sinn. Wir haben Mapping Way gefunden. Dann wollen wir uns unseren Gästen mal vorstellen. Willkommen auf dem Mond. Ich heiße Living Way. Wir Loporit wurden dafür geschaffen, als Crew auf der Arche zu dienen und die Bewohner von Eteris auf ihrer faszinierenden Reise durch die unendlichen Weiten des Sternenmeeres zu begleiten. Anders ausgedrückt sind wir für die reibungslose Ausführung von Heidelins Plan zuständig und dienen der Göttin als rechte Pfote. Ich meine Hand. Mapping Way, bin der Sternnavigator der Arche. Willkommen! Danke für die Begrüßung, aber was zum Henker hat das alles zu bedeuten? Ich verstehe eure Verwirrung voll und ganz. Das macht aber nichts. Ich habe ohnehin eine grobe Ahnung, weswegen ihr hier seid. Lasst mich raten.
Euch ist die Kontrolle entglitten, Zodiac ist vernichtet und Aetheris schwebt nun in großer Gefahr. Eine Gefahr, die die Bewohner des Planeten leider nicht stoppen können. Und jetzt hat man euch flinke Kinder zu uns geschickt, weil wir wissen, wie der Lokorik läuft. Keine Bange, eure Living Way wird euch alles ganz genau erklären. Hier sind Aetheris und der Mond. Jetzt, wo Zodiac nicht mehr mitmischt, wird sich die Astralströmung nach und nach abschwächen. Als Folge dessen wird in Kürze auf Aetheris die Apokalypse eintreten und alles Leben auf dem Stern auslöschen. Das Gleiche erzählte uns der Mondwächter. Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Loporit auch keine Möglichkeit sehen, den bevorstehenden Weltuntergang zu vereiteln? Also kurz gesagt, wir haben uns aber mal selbst umgebracht. Nett. Leider nein. Aetheris ist jetzt wie eine geerntete Möhre. Eine, die man in der prallen Sonne vergessen hat. Was man macht. Sie wird schrumpeln und verkommen. Alles Bitten und Beten wird das faulige Ende nicht mehr abwenden können. Es bleibt nichts anderes, als sich von der Möhre, Aetheris, zu verabschieden und den Planeten schnellstmöglich zu evakuieren. Und dafür soll der Mond als Schiff dienen? So ist es. Die Reise kann beginnen, sobald wir so viel Leben und Ressourcen wie nur irgend möglich von Aetheris auf den Mond geschafft haben. Das Ziel ist es, Aetheris hinter uns zu lassen und einen anderen Planeten zu finden, der eure neue Heimat wird. Die Distanz zwischen den Sternen ist gewaltig, aber wir haben viele Jahre an einem Sprungantrieb für unsere gute Mondarche gearbeitet. Wisst ihr, wie immer wahrscheinlicher es wird, dass wir mit Zenos durch den Sonnenuntergang gehen? Ne? Die Welt geht zugrunde. Wir leben in einer kargen Einöde und alle anderen verpissen sich. Das wird irgendwie immer deutlicher. Damit wird eine Reise, die normalerweise Generationen dauern würde, zu einem kurzen Happelhopser. Unglaublich. Das muss eine Technologie sein, die all unser Vorstellungsvermögen übersteigt. Die Technologie entstand nicht unserem brillanten Rüben. Die grundlegenden Theorien und alles notwendige Wissen haben wir von Heidelin erhalten. Bevor sie zur Göttin wurde, lautete ihr Name Benat und sie versuchte, das Wesen der Welt und seine Struktur zu verstehen. Der, der sich der Wächter nennt, war einer ihrer Kollegen, die in diesem Feld forschten. Basierend auf ihrem Wissen haben sie uns und diesen Mond erschaffen. Ihr versteht euer Handwerk, so viel ist klar. Und habt ihr auch schon ein Ziel für die Reise auserkoren? Wir haben eine ganze Reihe an Kandidaten auf dem Schirm. Aber auch bei Planeten ändert sich die Lage konstant. Der Sprungantrieb lässt sich auch nicht durchgehend aktivieren. Bis wir eine passende Heimat finden, kann es daher unter Umständen eine Weile dauern. Selbstverständlich haben wir für diesen Fall vorgesorgt. Der Mond bietet für lange Reisen angemessene Quartiere für unsere Gäste. Dank der Informationen unserer Unterstützer auf der Planetenoberfläche haben wir die perfekten Biosphären geschaffen. Da sind wir stolz wie Möhre drauf. Unterstützer? Na ihr! Ihr seid es doch, die uns immer das Neueste über die verschiedenen Tierchen und Pflanzen verraten habt, wenn wir wach waren. Oder etwa nicht?
Ach, entschuldigt. Ich vergaß. Ihr seid ja noch Kinder. Ihr könnt davon gar nichts wissen. Ich glaube, ihr seid da ziemlich auf dem Holzweg. Wir sind so erwachsen, wie man nur sein kann. Und eure Unterstützer sind wir auch nicht. Hä? Ja, aber was macht ihr dann hier? Ihr seid also im Auftrag Heidelins unterwegs? Oh, das ist mir jetzt aber furchtbar unangenehm. Da werde ich glattrot wie eine Möhre. So peinlich ist mir das. Aber wie ist das nur möglich? Ihr seht noch so klein aus. Das kann doch nicht sein. Die Musik kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Ich kann sie jetzt gerade nicht so erkennen. Nun, wir sind vielleicht nicht kommt so meine ich auch aus irgendeinem Final Fantasy Teil. Aber frage mich, weiß Gott gerade nicht welche. Ich kenne sie aber. Voll und ganz ausgewachsen sind. Ich nehme jetzt ein bisschen Final Fantasy 7. Aber das ist es eigentlich gar nicht. Also gar nicht so groß wie unser Mondwächter? Nein. Wir werden nicht so groß wie euer Mondwächter. Dass die Bewohner heute so klein geraten sind, davon steht in unseren Notizen gar nichts. Dafür wette ich meine Pfote drauf. Was hat es mit diesem Buch auf sich, wenn mir die Frage erlaubt sei? Das klingt so wie ein Song, der in der Bar laufen könnte. Ja, deswegen kommt's, erinnert mich auch so an Final Fantasy 7. Auf die, direkt am Anfang, wenn man da auf diesem Markt ist. Könnte es sogar sein, aber... Oh, das ist eins der ersten Handbücher, die uns unsere Unterstützer geschickt haben. Es enthält alle Informationen über die Bewohner von Aetheris und sogar ein paar leere Seiten, damit wir unsere eigenen Anmerkungen hinzufügen können. Hier haben wir alles gesammelt, was wir über unsere zukünftigen Gäste gelernt. Heilige Rübe! Wir sind davon ausgegangen, dass das Handbuch auf unsere Größe gemünzt sei. Aber ihr seid gar nicht. Das ist nicht süß, das ist super, ultra, mega, super süß. Das, ganz ehrlich, allein diese Stelle werde ich gefühlt 30 Mal spielen. Oder mir angucken. Ich finde das so niedlich. Ich finde das so cute. Ich brauche die Dinger. Was kannst du uns über diese Unterstützer erzählen, von denen du gesprochen hast? Du kennst mich einfach zu gut mittlerweile. Ich liebe die kleinen Fell-Dinger. Erstmal müsst ihr mir alles über euch erzählen. Jedes Detail. Wie ihr lebt, was ihr esst, Gewohnheiten, Bräuche, Zahnbürstengröße. Zahnbürstengröße. Naja, okay. So kann das auch in die Hose gehen. Jetzt habe ich auch so was Schickes.
Jetzt werde ich auch zu Sergeant Pepper. Voll cool. Dann kann sich der Hasen mit diesen knuffigen Sprüchen. Das kann für euch nur gefallen. Das ist der Roboter, den ich jetzt aber eins sage. Ja. Ja, ich habe gestern habe ich das, glaube ich, für, also sowas für ein Taler? Nee. Für irgendeine andere Klasse habe ich sowas ähnliches halt gesehen, nur nicht wie wir es haben, sondern halt anders, ne? Weil wir das gleiche haben, ist ja klar. Wir teilen uns das ja, sozusagen. Nicht so wie wir, aber anders. Ja, das meine ich ja. Anders. Ähnlich, aber anders. Ne? Verstehst du? Verstehst du? Pupo-Karotten? Oh nein. Ein Pupo-Karottensau. Karotten, Möhren und andere Rüben. Das kann nur süß werden. Zodiac ist Geschichte und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die letzten Tage anbrechen und alles Leben auf dem Planeten hops geht. Das heißt, ihr müsst uns jetzt ganz flugs alles über euch erzählen, was ihr wisst. Uns reicht die Zeit davon. Wenn es irgendetwas geben sollte, das unsere neuen Dauergäste davon abhalten könnte, auf unseren schönen Mond zu fliehen, müssen wir es wissen. Hier in Bistways Rast haben wir alles, was wir brauchen, um jedes noch so klitzekleine Problem zu lösen. Wir müssen nur wissen, was wir anpassen sollen. Wir haben eine Rubilion-Gegenstelle für das alltägliche Leben hergestellt und eingelagert. Es wäre am besten, wenn ihr mal einen Blick auf sie werft, ob sie sich denn auch eignen. Bestimmt hat euch eure Reise hierher Unrecht gemacht. Deshalb sollten wir direkt mit Nahrungsmitteln beginnen. Trefft mich im Karottorium. Dort werden wir euch mit allerlei Leckereien vollstopfen. Ach du Scheiße. Die Anführerin der Loporit ist hoch motiviert, das muss man ihr lassen. Allerdings finde ich den Gedanken schwer zu akzeptieren, dass unser Planet wie ein welches Gemüse dazu verdammt ist, zu verrotten und wir dagegen machtlos sind. Allerdings ist jetzt nicht die Zeit, diese Diskussion zu führen. Wir sollten stattdessen auf die Bitten der Loporit eingehen und dabei so viel wie möglich über das Schiff und seine Besatzung in Erfahrung bringen. Das ist übrigens ein... Ja! Da ist das Viech aus FF4. Da ist es! Namingway! Da ist es! Oh! Hallo, du kleines süßes Dingetchen! Hallo! Gott, der muss ja schon wieder runter. Okay. Alter. Ich muss aber wahrscheinlich noch weiter runter. Komme ich da überhaupt durch? Komme ich da überhaupt durch? Man hört so Knacke. Also jedes Mal, wenn ich von irgendwo runterspringe, habe ich so immer diese Fallangst, ne? Da zieht sich alles im Inneren zusammen. Was tut der da? Nicht hinterfragen. Einfach weitergehen. Aber jemand sollte ihm helfen. Also ich meine ja nur, jemand sollte ihm vielleicht ja, keine Ahnung.
Aber das wirkt recht ungesund. Ich meine ja nur. Ich weiß nicht, ob das so... so normal ist. Hopping Way! Oh, ein Hopping Way! Yoving Way! Oh, bunte Kristalle! Sie sind bunt! Sie sind bunt! Oh Gott, sie sind bunt! Ganz ehrlich, wenn sich die Augen ändern könnten, ne? Dann würden jetzt so zwei leuchtende, bunte Kristalle in den Augen erscheinen. Und man würde jetzt nur noch auf diese Kristalle starren. Das wäre ich. So einen bunten Kristall hätte ich auch gerne im Zimmer. Ich liebe bunt. Bunt ist toll. Wow, hier gibt's Gegner. Das ist aber nicht besonders sicher. Okay, soll man... okay, meine Frage hat sich beantwortet. Es gibt hier Windätherquellen und wie komme ich an die da ran? Hätte ich gerne ein paar Ätheriten in der Welt. Einfach vor jedem Supermarkt eine Maus. Ja, oh, das wäre toll. Ich hatte tatsächlich eben die Frage auf den Lippen, gibt es hier unten auch Windätheriten? Aber die Frage hat sich ja gerade erübrigt, ne? Übrigens, das ist jetzt einer der wenigen Orte, wo ich wahrscheinlich niemals reiten werde. Einfach weil die Musik so schön ist. Ich habe verdammt wenige, ne? Das wird auf jeden Fall etwas sein, was ich morgen machen werde. Einmal den Reaper leveln. Hallo, mein Schicker. Der kleine Reaper. Und mich auf die Wild-Ether-Tour begeben. Achso, das habe ich ja gestern gar nicht mehr gemacht, ne? Das da wieder ranziehen? Ja, kann ich. Richtung Nordwest, also in die Richtung. Ja, dann kümmere ich mich da gleich mal ein bisschen drum. Jetzt, wo ich mein Windäther-Ding ins Kompass da wieder hau ab. Cooking Way! Ich bin im Himmel. Willkommen in Karotteorium. Hier testen wir alle Dinge, die für das Wohlergehen unserer Gäste während ihres Aufenthalts vonnöten sind. Nahrungsmittel, Kleidungsstücke und allerlei andere Güter des täglichen Bedarfs. In der Station hinter uns überwachen wir die Herstellung von Nahrungsmitteln. Bis wortwörtlich im Himmel, ja. Ja. Es freut mich auch, euch in meinem Reich willkommen zu heißen. Mein Name lautet Cooking Way. Oh. Cooking Way. Ich bin verantwortlich für die Nahrung auf unserem Schiff und habe unzählige Arbeitszyklen damit zugebracht, oh Gott, die bekömmlichsten Genussmöhren zu erschaffen. Sicher, dazu gehören auch der eine oder andere Rückschlag, aber das Endergebnis kann sich sehen lassen, meine ich. Alle Informationen aus dem Handbuch, das unsere Unterstützer auf Etheris uns geschickt haben, habe ich in- und auswendig gelernt. Sie waren mein Leitstern bei der Erschaffung dieser nahrhaften, ausgewogenen Köstlichkeiten. Natürlich sind auch andere Faktoren mit in die Überlegung eingeflossen. Die Nahrung muss schließlich auch den besonderen Umständen hier angepasst, leicht zu produzieren sein. Bin mir sicher, ihr werdet rundum zufrieden sein. Aber genug geredet, bitte überzeugt euch selbst, es sollte inzwischen auch schon aufgetaut sein. Auf dem Nahrungsmodul dort oben sollte eine Kiste stehen, die randvoll mit Köstlichkeiten sind. Bedient euch. Mhm.
Ja, ich sehe es. Ey, noch kann ich es machen, bis ich die Quest abgebe. Oder getötet werde. Ja, wahrscheinlich eher getötet. Glückwunsch, Luna. Ich bin froh, wenn ich heute 85 erreiche. Wobei ich gleich einmal einen ganz kurzen Weg aufs Klo gehen muss, tatsächlich, und zwar jetzt schon. Ich war nämlich noch nicht auf dem Klo, seit ich aufgestanden bin. Da ist eine blaue Karotte drin. Wir probieren einfach mal die blaue. Bläuliche fühlt sich weich an. Die ist mit Wasser gefüllt. Auch von Minze zu vernehmen. Okay. Ja. So, die gucken wir mal sicher zu gehen, dass sie auch wirklich essbar ist. Richtung Westen. Gut, ich bleibe einmal ganz kurz hier stehen und bin gleich wieder da. Ich muss einmal ganz schnell. Gut, wohin?